Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Das letzte Türchen, es ist fucking Weihnachten. Ja, 24 Tage. 24 Tage, Alter, das war heftig. Ein ganzes Adventskalender-Video, ja. Jeden Tag ein Video. Ich muss sagen, das hat Arbeit gemacht. Das hat wirklich Arbeit kommt gemacht. Kommt dann vor wie 3 Tage, ja. Mir 48, aber gut. Nee, es war wirklich, ja. es war viel Arbeit, aber es hat auch derbe Spaß gemacht. Auf jeden Fall, wir haben Sachen gemacht, die wir, glaube ich, so vorher nie backen. Zimt. Eggnog selber machen. Ohne Scheiß, hättest du jemals gedacht, dass du jemals in deinem Leben Eggnog selber machst? Mit Bacon? Also, jein. Also, dass ich irgendwann noch mal im Leben Eierbrötchen mache. So ein feuchter Traum, der einfach schon... Aber jetzt hast du ihn endlich erfüllt. Oder Teebeutel, glaub das. Ey, das ist, guck mal, das sind wieder so Sachen. Oder eine Mandarinen-Challenge, dass wir einfach mal geile Spiele für den Weihnachtsabend gefunden haben. Ja, der schönste Tag war auch mit Tannenbaumschlagen. Der war top. Der hat mir richtig gefallen, ja. Vor allem ist es halt auch bei uns schon eine Familientradition geworden, dass wir eben wirklich jedes Jahr rausgehen und das Ding holen. Und weil es witzig ist. Ja, es hat mich super gefreut, dass du auch dabei warst. Ja, ich meine, jetzt Familientradition. Oh, und ich wurde in die nellische Familientradition eingeladen. Hab das einfach mal mitgemacht, hab mal ein bisschen gehackt. Mit mir so der Hack. Also, ich hab ein bisschen schnibbelt hier. Ich wollte den Baum ja nicht wehtun. Nee. Also bei so einem Baum hacken und schneiden ist auch mehr so Gefühl. Wird sie aber nicht wehtun. Das wird wie Pediküre für den. Nein. Das dekorieren vielleicht nachher, aber das eigentlich ja. Du bringst ihn halt erst um, du amputierst ihm was und dann dekorierst ihn. Also ich weiß, ich mach das halt mit mehr Gewalt. Ja, ja. Muss aber auch sein. Das war wirklich schön und ja. Der Adventskalender hat Spaß gemacht und ich weiß auch, dass er euch Spaß gemacht hat, denen die zugeguckt haben. Denn es waren ja zwischenzeitlich doch echt relativ viele, die auch reingeguckt haben, ja. Und Kommentare dagelassen haben und geliked gehabt haben, so weil es geil ist und schön geteilt und schön kommentiert. Sehr nice. Schön, ja. Deshalb vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Wir wünschen euch ein unglaublich schönes Weihnachtsfest, ein schönes Weihnachten. Lasst euch reich beschenken, wie man so schön im Deutschen sagt. Ja. Oder schenkt uns mal was. Schenkt uns was. Schenkt euren Liebsten was. Also uns. Also ihm auch. Mir. Hauptsächlich ihm. Ja, hauptsächlich mir. Ich nehme dann was übrig ist. Oder ich nehme alles. Ja, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich das. Ah, schön. Deshalb würde ich sagen, setzt uns jetzt einfach mal die Zipfelmütze auf, denn wir sind Weihnachten und ich bin der Weihnachtself, also macht sich die Ohren so. Ja, ich meine, wer wünscht sich nicht, dich so vom Weihnachtsbaum knien zu sehen? Oder? Weil es geil ist. Wir wünschen euch noch wirklich viel Spaß mit eurer Familie, Freunde, wem auch immer ihr feiert. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken, Teilen und Spaß haben. Auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, beziehungsweise ein Vlog kommt auch noch dieses Jahr. Der letzte. Ziemlich geil, der letzte Vlog aus Florida. Und dann starten wir ins neue Jahr mit geilen Scheiß-Live-Content. Oh, noch anderen geilen Scheiß. Ja. Wir hauen den Content raus bis zum geht nicht mehr. Das wird geil. Vielen Dank, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, die Kamera schnell scharf. Ich finde, das ist richtig geil geworden. Aber mein Keks ist zu kurz. Der erste Harry Potter Film ist für mich einfach ein Weihnachtsfilm, den ich immer, immer, immer an Weihnachten gucke. 7x10 Pappe. Mhm. Wie man keine Geschenke kriegt. Ja, ja. 3, 2, 1. Stolz, wie ich denke. Oh Scheiß. Das ist lecker. Es muss ja irgendeine Entscheidung geben. Das sind unsere Top 2. Meine 2 der Stollen, 1 die Schokoladengrenze, bei dir 2 der Marzipan und 1 die gebrannten Mandeln. Da sollte ich auch mal ein besseres System. Okay, dann an dich. Es riecht doch fucking gar nichts. Bing, bing. Boah, ist das ekelhaft! Kommen wir jetzt zu meiner 1, die noch untypischer ist als Udo Jürgens bei mir. Und zwar der Weihnachtssong von Sido. Boom! Guck mal mein Sack, guck mal was ich hab. Yeah. Für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt. Aber da es ein bisschen stylischer wird, wenn man Eggnog sagt, machen wir Eggnog. Wir haben noch eine Geheimzutat. Der Bang. Der Bang. Gut, das ist unsere Flop 3 der Weihnachtssongs. Ja. Es ist O-Tannenbaum. Feliz Navidad. Das Christmas. Das ist der Dulli TV Lumumba. Ein unglaublich gutes Projekt. War dieses Jahr Star Wars 8 dran. The Last Jedi oder Die letzten Jedi auf Deutsch. Der Film ist nicht schlecht, nur er ist
unter den Star Wars Fans vielleicht auf jeden Fall kritikwürdig. Für mich überhaupt nicht. Ich finde den top. Ich habe alles angenommen und habe einfach geguckt und stand mit offenem Mund da und hab Bock drauf gehabt. Hallo und herzlich willkommen zu Durch die Adventskalender. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck. Ja, schreibt mal nur in die Comments, was eure liebsten Weihnachtsmarkterlebnisse waren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann liken wir das und finden uns geil. Ich schulde uns Geld, ihr Schweine. Wir machen hier Werbung für euch. Ich mache da auch wieder Durch die TV drüber. Das ist richtig schlecht. Das ist unsere hauseigene Kettensäge. Okay, zwei Bäumchen werden jetzt getötet. Replay! Wir zeigen euch jetzt mal, wie man diesen geilen Merk zusammenbaut. Und da sehen wir ihn auch schon. Mein Weihnachtsbaum, der steht bei mir hier drin. Nicht so auffällig. Ich weiß zum Beispiel, dass Daniels Weihnachtsbaum extrem US-like viel zu drüber aussieht. Und da ist unser Baum auch schon fertig. Schön dekoriert. Schön bunt, schön American Style. Gewonnen. Wer möchte cool sein, in den Wald gehen? Bitte sieh dir einen coolen roten Mann an. Es ist der Weihnachtssong von Sie. Oh nein, ja. Scheiße, bin ich nie drauf gekommen. Ich will auch mal hier lang gehen. Nee, doch nicht. Ich geh da lang. Jingle bell, 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 bell.